In dieser Kirche nehmen wir gerade die Arpeggione-Sonate auf von Franz Schubert. Original geschrieben für das Arpeggione, eine Art Gitarrenvioloncello, das vom Wiener Gitarrenbauer Staufer erfunden wurde. Es war ziemlich schnell ausgestorben, dieses Instrument, und das Stück von Schubert ist eigentlich das einzige, was überlebt hat. Das wird heute vor allem auf dem Cello gespielt oder der Bratsche. Wir nehmen es auf in einer Fassung mit Gitarre, und zwar einem Instrument, was als Modell aus der Gitarrenwerkstatt von Staufer stammt, mit 10 Saiten und tiefen Basstönen. Das Ganze ist für mein neues Projekt eine CD-Aufnahme mit dem Namen 1824. Eben das Jahr, in dem Schubert diese Sonate geschrieben hat, in dem auch noch anderes entstanden ist für Cello, für verschiedene Besetzungen, Rossini Duetto mit Bass, Romberg Trio, Bratsche und Cello und Bass und eine Sonate von Hummel. Ich wollte dieses Stück, die Arpeggione-Sonate, sehr gerne aufnehmen. Es ist ein Stück, was mich schon sehr lange begleitet. Ich habe das als junger Mensch gespielt und dann immer wieder auch so für mich gearbeitet. Ich glaube, ein Grund liegt darin, dass der Ton, den ich mir vorstelle, der dahinter steckt, eine ganz besondere Sensibilität braucht. Es sind wirklich Feinheiten, feine Nuancen. Es ist ja auch Musik, die geschrieben wurde für einen kleinen Rahmen, für einen Salon, nicht für den großen Konzertsaal. Und so ist auch unser Verständnis jetzt in der Fassung mit Gitarre, diese Feinheiten auszuloten. Das ist das Manuskript von der Arpeggione-Sonate von Schubert. Und hier sehen wir November 1824. Dieses Projekt soll wirklich einen Fokus, so wie ein Schlaglicht werfen auf ein Jahr und seine Geschichte. Die Zentren Wien, aber auch London, wo der reiche Bankier Salomon wohnte, für den Rossini sein Duetto geschrieben hat. Oder Weimar, wo Hummel wohnte, von dem wir die Sonate spielen. Und dieses Leben der damaligen Zeit wirklich plastisch machen.